Auf Gran Canaria haben Einwohner gegen die Unterbringung von Migranten protestiert. Diese waren am Samstag auf der Insel angekommen. 28 von ihnen konnten trotz der Proteste in ihre Unterkünfte in Tunte gebracht werden. Alle waren zuvor negativ auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben von Demonstranten richtet sich der Protest gegen das Missmanagement der Behörden, auch mit Blick auf Covid-19. In Buriana auf dem spanischen Festland liegt derzeit die Sea-Watch 4 der gleichnamigen Hilfsorganisation. Chris Krodotsk ist Crewmitglied und kennt auch die Stimmung auf Gran Canaria. Sie wehren sich gegen uns, gegen die Rettungen, aber wir werden unser Bestes tun, um so viele Leben wie möglich zu retten. Es ist der sicherste Weg für alle. Auch im italienischen Ventimiglia bringt das Virus Migranten in Bedrängnis. Hier hat das Rote Kreuz ein Auffanglager aufgegeben. 4 Jahre waren unweit der französischen Grenze Menschen versorgt worden. Nach Ausbruch der Pandemie wurde das Camp geschlossen. Ende des Monats sollen die verbliebenen Einrichtungen verschwinden, genau wie Migranten mit einem bestimmten Pass. Die tunesischen Staatsbürger, die in Italien angekommen sind, werden zurückgeführt, so der italienische Außenminister. Denn für uns ist Tunesien ein sicheres Land, es herrscht kein Krieg, es gibt keine Verfolgung. Deswegen werden ab dem 10. August rund 80 Menschen pro Woche zurückgebracht. Zwischen Anfang Januar und Ende Juli ist die Zahl der versuchten Überfahrten von Libyen nach Italien im Vergleich zum vergangenen Jahr nach Angaben der Vereinten Nationen um 91% gestiegen.